Willkommen zurück, Freunde. Es geht heute weiter an dem Fiat Doblo Maxi. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Der Wagen ist offen und soll schon mal ein bisschen trocknen, weil er war hier leicht feucht drin. Man sieht ja auch, der Zustand des Laderaums ist wirklich schlimm. Eigentlich wollte ich mich erst um die Fahrradzelle kümmern. Allerdings ist das jetzt dann doch angesichts des Wetters und der Häufigkeit der Benutzung wichtiger. Was ich schon gemacht habe, was ihr schon gesehen habt, ist einmal hier diese Lederlenkradabdeckung da oder wie man das nennt, weil das Lenkrad echt abgegriffen war und das fühlt sich mit dem Echtleder das halt echt geil an, aber ich habe da hinten schon was anderes liegen. Und richtig geile Fußmatten, zwar Gummifußmatten, die sind richtig gut. Ich bin jetzt lange Zeit ohne Fußmatten gefahren, beziehungsweise wir, weil die Fußmatten, die dabei waren, die passten nicht richtig. Die sind immer nach vorne gerutscht und so weiter. Und jetzt haben wir hier die Gummifußmatten, weil ohne war doch echt scheiße. Die sehen super aus, sind auch echt praktisch und die halten und noch wichtiger, die passen, obwohl sie nur 22 Euro gekostet haben, kann ich aber sagen. Es wurde nicht gesponsert, ich kann euch aber die Marke zeigen, weil bisher kann ich darüber nichts Negatives sagen. Steht sogar Fiat Doblo drauf. Ah, nicht schlecht. Finde ich gar nicht schlecht bei solchen Sachen. Bei so Luxusautos ist natürlich doof, aber bei solchen Autos, da weiß man direkt, wofür das ist. Finde ich nicht schlecht. Wir widmen uns jetzt erstmal dem Laderaum. Aber vorher, auf jeden Fall müssen wir gleich das Wischwasser nachfüllen, weil das ist leer. Was quietscht hier so scheiße? Mann, Mann, Mann. Kann man nicht arbeiten hier vernünftig. Hier ist auch alles okay. Das Gute ist, wir kommen gut an die Scheinwerferabdeckung ran, weil die 2H7 Birnen will ich auch gleich noch tauschen gegen ein paar Nightbreaker Laser. Früher hießen die Nightbreaker Unlimited, weil die sind wirklich gar nichts. Ich habe die Scheinwerfer aufpoliert, die werden jetzt schon wieder matt. Ein kleiner Hinweis, diese Videos liegen ziemlich weit auseinander. Ich habe sehr wenig Zeit aktuell, sehr viel Stress und es standen privat andere Dinge an. Von daher musste das Projekt oder alle Projekte etwas warten. Das Ding wird täglich bewegt und das ist zum Transportieren da. Von daher war es erstmal wichtiger, dass er seinen Nutzen tut und jetzt kann man ein bisschen was dran machen. Die sind wieder matt geworden, ist aber nicht schlimm. Wir können da neue einbauen oder das Ganze nochmal versuchen. Erstmal kommen da neue H7-Birnen rein. Lassen wir das erstmal so sein und kümmern uns erstmal hier um die Ladefläche. Und zwar, wir haben jetzt hier ein bisschen Rost. Und auch hier, das sieht gar nicht mehr so gut aus. Auch das Ganze hier ist dreckig. Es ist hier lose alles. Das ist hier alles verrostet und der Zustand, guckt euch das einfach mal an. Ich weiß nicht, was der Vorbesitzer damit gemacht hat. Die Vorbesitzer dabei hat, der war nur 150.000 gelaufen. Klar, es ist ein Nutzfahrzeug, aber ich habe schon mit 300.000 welche gesehen, die gehen deutlich besser aus. Das werden wir jetzt machen. Außerdem habe ich noch eine kleine Idee für die Heckstoßstange, da kommen wir aber gleich zu. Das hier einmal sauber zu machen, dafür habe ich mehrere Mittel besorgt, womit wir es heute mal ausprobieren werden. Auch alle anderen Lacksachen, weil der Lackzustand des Fahrzeugs ist wirklich schlimm. Nicht, dass wir nur hier Beulen haben und sogar Lackabplatzer, das ist ja nicht mal das Schlimme, sondern der Lack saugt alles an Dreck auf und gibt es nicht mehr ab. Das heißt, ich habe den Wagen frisch gewaschen, in der Waschstraße gehabt, stell den hin oder lass den mal ein paar Tage stehen, komm hin und auf einmal ist das hier bunt gesprenkelt. Alle Autos daneben, die daneben standen, nichts, aber dieser Lack frisst alles. Es verblasst mit der Zeit auch wieder etwas, das muss man dazu sagen, aber viele Stellen bleiben dann aber auch doch ganz. Ich meine, der Lack ist komplett stumpf, ist klar. Aber das ist natürlich kacke. Ich denke mal nicht, dass das so lange so bleiben wird. Vielleicht lasse ich mir dafür noch was einfallen. Das Dach geht eigentlich vom Zustand noch. Da ist gar nicht so viel zu machen, außer eine kleine Roststelle. Da. Aber ansonsten kümmern wir uns erstmal um die Türe hier. Und nach der Türe reißen wir erstmal die ganze Scheiße hier raus. Die Dichtung kommt ab und der ganze Bodenbelag kommt auch ab, weil dafür habe ich auch schon eine sehr geile Idee. Dann machen wir erstmal sauber und dann kümmern wir uns hier um den Rost. Wenn wir es schaffen, kümmern wir uns noch um die Heckstoßstange. Die Ladefläche machen wir an einem anderen Tag weiter. Das schaffe ich heute definitiv nicht mehr. Wir kümmern uns dann noch um Dinge wie Innenraum, Radio, Lenkrad. Auch wie weit wir heute kommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir fangen jetzt erstmal an. Mal hierzu. Es ist wirklich gut, es hilft. Allerdings, die Knete, die verdreckt ziemlich.
Was natürlich daran liegt, wir haben den nicht vorher gewaschen. Also zumindest die Tür von innen nicht. Und die ganzen Klebereste sollte man vielleicht vorher anderweitig entfernen, zumindest die groben. Ich werde den ganzen Kram erstmal waschen, aber wie man sieht, das hilft schon enorm. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Vorher-Aufnahme habe, dann blende ich die nochmal ein, aber man hat es, glaube ich, gesehen. Zuallererst baue ich nämlich auch hier alles auseinander, weil der muss komplett sauber gemacht werden, weil, ihr seht schon mal, abgesehen von dem Rost, haben wir jetzt hier ganz viel Dreck. Ich weiß nicht, was der Vorbesitzer gemacht hat. Schaut euch das mal an. Das ist doch... Wo kommt der ganze Dreck her? Naja, wir müssen ja eh die Sachen jetzt rausmachen. Das Ding hier ist auch kaputt. Die Schrauben, die waren nicht mehr richtig. Das war schon eine Hölle, die abzukriegen. Bei den Schrauben wird es ja auch gleich lustig. Die Dinger sind alle festgerostet. Dann wird erstmal alles sauber gemacht. Der ganze Müll raus, der Hand, ganze gewaschen und dann einmal komplett aufbereitet. Hierfür haben wir auch ein neues Ding. Sollte man das auch wieder nutzen können. Auch wenn man es nicht nutzt, aber so ist es irgendwie hässlich. Danach müssen wir uns an den Rost kümmern. Alles wieder eingepackt. Aber das eigentlich Interessantere. So, hier gibt es schon eine kleine Vorschau. Aber eigentlich geht es hier rum. Und zwar sind die Scheinwerfer nicht wirklich gut in dem Wagen. Oder die Birnen. Und jetzt habe ich hier natürlich ein paar Osram Nightbreaker Laser, die Nachfolger von der Nightbreaker Unlimited. Ich denke mal, das ist das Beste, was man aus alten Scheinwerfern rausholen kann. Von daher, für 20 Euro kann man nicht meckern. Bauen wir sie einmal ein. Trifa GmbH, das sieht mir irgendwie billig aus. Raus damit. So, hier sieht das noch gar nicht so anders aus. Bisschen weißer als nicht so gelb. Aber ja, weniger gelb und ich gehe davon aus, ist die schon deutlich heller. Allein nur vom Draufgucken. Man sieht sogar auf der Kamera, sehe ich gerade. Noch die andere Seite und dann widmen wir uns dem Radio. Was lustig ist, seht ihr vielleicht, da ist keine Kappe drauf. Fahren den Scheinwerfer noch nicht dran. Ich sehe gerade, die Kappe liegt da unten. Und ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll, außer die Unterbodenverkleidung zu machen. Sowas von kein Bock drauf. Ich versuche es gleich mal zu angeln. Aber das wird wahrscheinlich schwieriger. Hier sieht man nochmal beide neu. Sieht schon deutlich besser aus. Wir haben jetzt hier einmal ein Radio, das ist von Sony. Das Radio ist eigentlich gar nicht schlecht. Das hat alles, was man so braucht, und zwar Radio. Und ein CD-Player. Mehr nicht. Und das ist mein Problem. Ein AUX-Anschluss würde schon prinzipiell ausreichen, ist aber unkomfortabel. USB-Anschluss wäre auch cool, ist aber unkomfortabel. Für mich, für andere wahrscheinlich nicht. Am besten wäre natürlich eine Bluetooth-Audio-Streaming-Funktion. Im besten Fall noch Freisprecherrechte. Das ist jetzt alles nicht ganz so schlimm, denn wir haben jetzt das Ding hier. Das Ding ist wirklich nicht teuer. Ich stelle es einfach mal hier hin. Das ist wirklich sehr preiswert. Und es hat alles. Es hat AUX, es hat USB, es hat Radio logischerweise. Und es hat Bluetooth, inklusive Freisprecherrichtung und Bluetooth-Audio-Streaming, was ich brauche. Und eine variable Optikverstellung von den Farben hier, weil das ist wichtig. Ja, so orange wie BMW, aber blau ist natürlich auch unpassend. Naja. Aber was hat das nicht? CD-Laufwerk. Aber ganz ehrlich, heutzutage braucht man kein CD-Laufwerk mehr. Kauft man sich ein 2er BMW neu oder diverse andere Fahrzeuge, kriegt man gar kein CD-Laufwerk mehr. Elektrofahrzeuge sowieso. Das heißt, wir tauschen jetzt hier dieses Sony-Radio, was an sich okay ist, gegen das moderne Radio. Ich kann sagen, es hat 90 Euro gekostet bei Amazon. Und es ist von Alpine und ich liebe Alpine. Da muss ich ganz klar zu sagen, ich liebe Alpine. Als Marke, ich habe früher immer Alpine verbaut, wenn es ging. Radios, allerdings war ich auch oft auf diesen Billig-China-Radios damals, logischerweise kein Geld. Ich wollte immer Alpine haben und hatte noch einige Alpine-Verstärker, auch im X3 war einer drin, der leider wieder rausfliegen musste, weil alt, analog. Ich finde, heutzutage ist Alpine immer, das, was sie rausbringen, ist sehr teuer und nicht mehr zeitgemäß. Da ist Eaton oder Audio System viel besser. Aber was Radio angeht, in so einem Fahrzeug für 90 Euro, eins, was alles kann, perfekt. Und ich kann nochmal ein Alpine-Radio einbauen. Da freue ich mich richtig drauf. Was mir auch wichtig war, ein großer Source-Button und ein großes Steuerrad für Lautstärke. Man kennt ja die Radios ohne Steuerrad oder so, mit Knöpfen. Das geht nicht. Ich muss hier einfach arbeiten können. Das heißt, auf dem Source-Button, der großes Lautstärke, nicht zu suchen wie hier, ach, da unten links.
und ein großes Rad zum lauter und leiser machen. Mehr brauche ich nicht. Ob die Boxen damit besser klingen, wage ich zu bezweifeln. Obwohl das Ding hier 4x50 Watt hat, dass sich da nicht viel ändert, weil das Sony-Radio wird wahrscheinlich auch ein bisschen was haben an Ausgangsleistung. Aber ich freue mich jetzt, das Ding hier einzubauen. Und ich zeige euch dann das Gerät, wenn es eingebaut ist. Hier haben wir dann direkt... hier haben wir direkt die Blende. Die sieht schon mal echt gut aus. Hier die eigentliche Head-Unit, sieht auch gut aus. Anschlüsse brauchen wir natürlich alles nicht. Das nächste Mal bauen wir das noch vernünftig ein, wenn ein bisschen heller ist draußen, ein bisschen früher. Und das Mikrofon bauen wir noch ein. Aber das war's erstmal mit diesem Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns am Sonntag wieder. Da kommt ein richtig geiles Video. Wie immer, Freunde, arbeitet härter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.